So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talk-Woche. Wie immer montags eine freie Themennacht am Start der Woche. Also, wenn ihr gerne mit mir jetzt hier live im Radio, im Fernsehen reden wollt, egal über was, dann meldet euch bei uns unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer unbedingt in die Mail schreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Jana. Und Jana ist 38 Jahre alt. Hallo Jana. Ja, hallo Domian. Schön, dass ich durchgekommen bin. Schön, dass du da bist. Letzte Woche Freitag hat ein junger Mann über den Suizid seines Vaters gesprochen oder den Versuch. Und das ist eigentlich auch mein Thema, nicht der Vater. Ein Freund von meinem Mann und mir hat sich das Leben genommen. Wir hatten morgens noch mit ihm gesprochen, es war alles in Ordnung, man hat ihm also nichts angemerkt und mittags hat er sich dann vom Hochhaus gestürzt. Vom Hochhaus gestürzt? Ja. Aus welchem Stock? 22. 22. Stock. Ja. Und wann war das? Letztes Jahr im März. Er hatte also einen Rucksack dabei, da hatte er einen Zettel drin, da standen verschiedene Namen drauf und also auch unser Name und es hat die Kripo uns angerufen, weil eben zweimal derselbe Familienname war und hat uns gebeten, da zu erscheinen bei der Kripo und dass wir jemanden identifizieren sollten. Wir wussten also nicht, um wen es geht und sind also aus allen Wolken gefallen. Das heißt, die Polizei hat euch einfach dahin berufen, ohne dass ihr wusstet, um was es geht? Richtig. Und es sollte ein Mensch identifiziert werden, der aus dem 22. Stock runtergefallen ist? Ja, richtig. Habt ihr ihn dann gesehen? Ja, also nur auf Bildern. Ah ja. Und wie auf Bilder? Wurden Bilder von dem verletzten Leichnam gemacht? Ja, richtig. Aber man hat ihm also nicht angesehen, dass er aus dem 22. Stock gesprungen ist. Das heißt, das Gesicht war relativ unversehrt? Ja, richtig. Aufgequollen, aber so unversehrt. Kann man fast gar nicht glauben, aber je nachdem wahrscheinlich, wie der Körper fällt, richtig, dass es dann so ist, ja. Wahrscheinlich ist er auf den Rücken gefallen. Ne? Wie gut wart ihr denn mit diesem Mann befreundet, du und dein Mann? Also sehr gut. Wir waren Arbeitskollegen und mein Mann, die sind jedes Jahr, haben wir so eine Männergruppe gemacht und sind da weggefahren. Mhm. Also wirklich sehr gut befreundet. Und wie lange wart ihr befreundet miteinander? 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Hatte er auch eine Frau? Eine Freundin. Eine Freundin. Und du sagst, man hat bei ihm diese Namen gefunden. Ja. Aber man hat keinen Abschiedsbrief oder so etwas gefunden. Nein, nicht. Auch nicht zu Hause. Nein, man weiß also bis heute nicht, warum und weshalb. Und auch ihr, die näheren Freunde, habt wahrscheinlich 100.000 Spekulationen schon durchdacht. Richtig. Und habt keine Idee. Nein. Und das ist das, was mich eigentlich so kaputt gemacht hat irgendwo, dass ich immer weiter abgerutscht bin in die Depression und habe dann letztes Jahr im August selbst einen Suizidversuch unternommen. Weil du dir Vorwürfe machst? Nee, weil ich mit dieser ganzen Situation gar nicht klargekommen bin. Weil das für dich ein Schock war, das Ganze? Ja, das war also so ein Einschnitt und man konnte mich also noch in letzter Minute wirklich retten. Was hast du gemacht? Ich habe Tabletten genommen und Schnaps getrunken. Ich trinke also sonst überhaupt keinen Alkohol. Und das war dann richtig heftig. Nun sind ja viele Monate seitdem wieder vergangen. Wie geht es dir heute? Immer noch schlecht. Also ich bin nicht in der Lage, wieder arbeiten zu gehen. Also das sind Hochs und Tiefs. Und das heißt, dieser Mann hat mit seiner Selbsttötung zum Beispiel dich, geschweige denn vielleicht seine Familie, dich aber auf jeden Fall auch mit runtergezogen. Ja. Aber ganz heftig. Wie ist es bei seiner Familie, seine Freundin beispielsweise oder Verwandte, weißt du da? Die Freundin, die hat das eigentlich ganz gut verpackt, aber jetzt so zur Familie haben wir gar keinen Kontakt mehr. Dieser Mann ist ja nun verantwortlich für das, was dir widerfahren ist. Kann man so sagen, ne? Ja. Welche Empfindungen hast du jetzt, nachdem ein gutes Jahr vergangen ist? Mischt sich zu der Trauer auch Zorn und Wut auf ihn, dass er das gemacht hat? Nee, eigentlich gar nicht. Mir tut er eigentlich nur leid und mir tut es wahnsinnig leid, dass ihm keiner helfen konnte.
Nochmal gefragt, ihr habt überhaupt gar keine, auch keine wilde Spekulation, was es hätte sein können? Nein, überhaupt nicht. Krankheit, Schulden, ein Unglück in der Liebe, ein Doppelleben, irgendwas. Also was wir wissen, dass er unheimlich glücklich in seiner Beziehung war. Die wollten heiraten, haben eine neue Wohnung gesucht und deswegen... Ich glaube nicht, dass er glücklich war in der Beziehung. Es wird irgendwas gewesen sein, was sogar das noch überschattet hat. Ist möglich, aber wie gesagt, es hat ihm auch wirklich keiner was angemerkt. Wir hatten morgens noch gesprochen und dann war alles in Ordnung und... Ich habe ja so schon oft solche Geschichten hier gehört und bin darüber immer sehr erschüttert. Und bin auch immer sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite ist mir klar, dass ein solcher Mensch von einer ganz großen Not getrieben sein muss, wenn er so etwas tut. Ja, richtig. Eine ganz große Not, eine Ausweglosigkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Mhm. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das immer so schlimm, was die Menschen den Angehörigen antun oder den Freunden. Wenn sie zumindest einen Brief hinterlassen würden, wo drin steht, warum sie es gemacht haben, dann könnte man als Angehöriger ja das einordnen und das vielleicht auch besser verarbeiten, das Ganze. So stochert man ja vielleicht sein Leben lang im Nebel und sagt, ich weiß nicht, was damals vor 2, 3, 5, 10, 20 Jahren passiert ist. Ja, ganz genau. Ja. Und als ich eben das gemacht habe, ich habe mir geschworen, weil ich wusste nicht mehr ein noch aus. Ich hatte das Gefühl, ich bin eine schlechte Mutter. Ich komme mit meinem Leben überhaupt nicht mehr klar und bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Ich bin nur noch kaputt. Ja. Und ich habe dann wirklich meinen Kindern noch Abschiedsbriefe geschrieben. Wie viele Kinder hast du? 2 Kinder. Wie alt sind die? 8 und 16. Denen hast du Abschiedsbriefe geschrieben? Denen habe ich Abschiedsbriefe geschrieben, dass Mama einfach nicht mehr kann. Heute bin ich froh, auch wenn es mir schlecht geht, dass ich gerettet wurde. Wie bist du gerettet worden? Das war ein ganz dummer Zufall. Ein Freund hat mich gefunden. Ich bin also mit dem Auto weggefahren, habe mich irgendwo in eine Seitenstraße gestellt, dass mich auch keiner findet. Ich wollte das nicht zu Hause, dass meine Kinder nichts mitbekommen. Und bekomme eine SMS. Und ich habe dann geantwortet und habe woanders geantwortet wie sonst, weil ich schon halb im Delirium war. Und dann ging mein Handy und dann wurde auf mich eingeredet, dass ich dann noch sagen sollte, wo ich bin. Und der kam wirklich in letzter Minute. Ach so, das heißt ja, der Mann in der anderen Leitung wusste schon Bescheid da, was du gemacht hast. Der hat das gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Das heißt, wenn der nicht zufällig die SMS geschickt hätte, wärst du gestorben? Ich heute nicht mehr. Ja. Warum hast du dir in deiner Not voriges Jahr nicht Hilfe bei einem Arzt, bei einem Therapeuten geholt? Ich denke, das war eine Kurzschlussreaktion bei mir. Obwohl da Kinder in deinem Leben sind. Selbst die haben dich nicht davon abhalten können. Nee, weil ich einfach gedacht habe, ich bin eine schlechte Mutter. Ich kann einfach nicht so sein im Moment, durch die Krankheit eben, wie man für Kinder da sein muss. Wie hat denn dein Partner darauf reagiert? Ja, also das war ganz heftig. Mein Mann konnte es nicht verstehen und versucht mir natürlich heute, so gut es geht, alles abzunehmen und mir zu helfen. Ich denke mal, er war sich damals auch gar nicht bewusst, wie schlecht es mir geht. Hast du heute, schämst du dich heute, dass du es getan hast? Nein, ich schäme mich nicht dafür. Ich gehe damit auch ganz offen um. Bist du denn heute in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung? Ja, ich warte immer noch auf einen Therapieplatz. Das ist natürlich schwierig, Therapieplatz zu bekommen. Ja, das ist immer das Üble an der ganzen Sache. Ja. Teilweise ein Jahr Wartezeit. Und ist es wirklich so, dass diese Selbsttötung eures Freundes, hat das alles bei dir ausgelöst? Ja. Das hat wirklich, einen anderen Freund ist es ähnlich ergangen, ne? Also der hat keinen Suizidversuch unternommen, aber der ist auch nervlich am Ende. Ja. Und man kommt einfach nicht mehr hoch. Ne? Wenn du dich jetzt heute so bespiegelst und dich anschaust, würdest du sagen, dass du, könntest du dir vorstellen, dass du nochmal gefährdet wärst? Man soll ja nie sagen, ne? Und nee, ich denke nicht. Ich hoffe es nicht, dass ich wieder in so eine Situation komme. Wie lange dauert das denn noch, bis du deinen Platz bekommst? Ich weiß es nicht. Ich bin also jetzt bei mehreren Therapeuten auch schon angemeldet und warte eben eigentlich immer auf den Rückruf.
Das heißt, nach diesem Suizidversuch hast du keine Behandlung gehabt, direkt danach? Ich war im Krankenhaus über lange Zeit und dann war ich in einer Tagesklinik. Ach so, ah ja. Und ja, das ist, wenn man dann lange keine Gespräche hat, dann rutscht man eben wieder ab. Ne? Also ich finde das auch sehr misslich, aber so ist unser System nun mal, dass Leute, die wirklich akut das ja bedürfen, oftmals dann so lange warten müssen auf die Plätze, auf die Therapieplätze. Ja, richtig. Was ich nur schade finde, das wollte ich eigentlich noch dazu sagen, als ich im Krankenhaus war, wie gesagt, haben sich die Freunde wirklich alle die Klinke in die Hand gegeben. Wollten meine Selbstmörderin sehen, so sehe ich das heute im Nachhinein. Ja. Heute ist niemand mehr da, weil ich ein ganz anderer Mensch geworden bin. Ich war früher lebenslustig, habe viel gelacht und viel Mist gemacht und heute bin ich einfach nur in mich gekehrt, ruhig und ich glaube, eigentlich die Kontakte auch. Ich glaube, dafür braucht man wirklich sehr gute Freunde, die dann so eine Verwandlung der Persönlichkeit auch mitmachen und mit einem gehen. Ja. Die oberflächlichen Freunde, die interessieren sich nicht dafür, ja, denen ist das lästig oder fühlen sich vielleicht auch überfordert oder was auch immer. Ganz genau, die möchten sich gar nicht damit auseinandersetzen. Ja. Liebe Jana, bitte? Dann kamen natürlich die Vorwürfe auch, ja, du hast zwei Kinder, wie kannst du sowas machen, wie kannst du die alleine lassen und aber jetzt so in meine Situation sich reinversetzen oder zu versuchen, das hat gar keiner. Liebe Jana, ich würde dir als kleine Überbrückung, das ist natürlich nur eine kleine Überbrückung, bis du deinen Therapieplatz bekommst, jetzt erstmal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das wäre super. Ja, dann habt ihr noch im Hintergrund Zeit, in Ruhe zu sprechen. Ich hoffe, dass das bald in die Wege geleitet wird und du dann wieder so richtig auf die Beine kommst. Das hoffe ich auch, danke schön. Richtig stabil wirst. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Danke für dich auch, Domian. Vielen Dank. Das ist eine tolle Sendung. Dankeschön. Und du legst bitte auf und wir rufen dich. Das heißt, die Simone, meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Alles klar, danke. Alles Gute von Herzen. Ja, tschüss. Danke, tschüss. Meine Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, das hat mir die Augen geöffnet. Gab es in eurem Leben mal eine Situation, wo ihr einen Menschen oder ein Ding durch etwas, was vorgefallen ist, völlig anders gesehen habt? Also es kann ja sein, dass man blind vor Liebe ist und dann passiert irgendetwas, etwas Unerwartetes und plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Man sieht die Person, die man vorher vielleicht noch vergöttert hat, ganz anders. Oder durch einen Zufall kann auch vielleicht das Doppelleben des Partners aufgedeckt werden. Das hat mir die Augen geöffnet. Oder durch eine Krankheit kann man vielleicht auch einen ganz anderen Blick auf das Leben bekommen, dass man sagt, diese Krankheit oder dieses Unglück oder dieser Unfall hat mir die Augen geöffnet. Jetzt sehe ich die Dinge ganz anders als vorher. Oder, was ja momentan sehr viel besprochen ist, so in der Öffentlichkeit und auch immer mehr in Mode kommt, vielleicht hat jemand von euch mal eine Pilgerreise gemacht und sagt, ja, das hat mir die Augen geöffnet. Seitdem ich das gemacht habe, sehe ich viele Dinge anders und handle auch ganz anders, als ich das vorher getan habe. Morgen heißt unser Thema, das hat mir die Augen geöffnet. Ihr könnt rund um die Uhr natürlich mailen oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Heute, wie immer montags, eine freie Themennacht. Also ihr könnt mich jetzt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Hier ist Julia und Julia ist 19 Jahre alt. Hallo Julia. Hallo Domian. Und was geht's bei dir, Julia? Ja, mein Thema ist folgendes. Also wie du schon gelesen hast, ich bin 19 Jahre alt und ich habe einen Stiefvater. Meinen leiblichen Vater kenne ich nicht. Ich habe den ein paar Mal versucht kennenzulernen, aber das ist jedes Mal in die Hose gegangen und dann habe ich es abgeschrieben. Und jetzt nach fast 20 Jahren habe ich die Nachricht bekommen, dass mein leiblicher Vater mich versucht kennenzulernen. Sehr aufregend. Ja, das ist wirklich sehr aufregend. Du hast mal versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Ja, nicht nur einmal. Wie alt warst du da? Bitte? Wie alt warst du da? Das war einmal im Kindergarten. Also meine Mutter hat das nie versucht, irgendwie zu unterbinden. Sie hat immer hinter mir gestanden und versucht auch, mir dabei zu helfen, ihn kennenzulernen oder ihn zu finden. Also hast du als kleines Mädel im Kindergarten gesagt, ich will mal meinen Papa kennenlernen? Nein, auf Sommerfesten, wo ich halt gesehen habe, dass da immer zwei Elternteile dabei waren und ich aber halt wusste, meine Eltern haben sich nicht verstanden und deswegen getrennt. Habe ich aber trotzdem irgendwo das Bedürfnis gehabt, doch mal Kontakt zu meinem leiblichen Vater herzustellen und zu versuchen, auch schon in dem Alter nachzuvollziehen, wo ich herkomme. Und wo ich meinen Ursprung habe. Also das wollte er, hat er, als du im Kindergarten warst, abgebürgt.
gebügelt. Er wollte das nicht. Wir sind da über verschiedene Instanzen gegangen und haben das auch über seine Eltern versucht, aber er hat eine Barriere vorgeschoben und es hat niemals geklappt, dass man seine Adresse rausgekriegt hat, weil er es halt nicht wollte. Wie alt warst du beim zweiten Mal? Da war ich ungefähr 14. Ja. Und wir haben das erneut versucht. Also wie gesagt, ich bin dann adoptiert worden und er musste eben auch seine Einwilligung zu dieser Adoption geben. Und dadurch habe ich auch verschiedene Anschriften von ihm, unter anderem eine, die eben im Ausland liegt. Mhm. Und er müsste theoretisch auch meine Anschriften haben. Ja. Und wir haben das dann halt kurz nach der Adoption versucht und dann im Alter von 14 nochmal, aber das hat dann auch nicht funktioniert. Das ging jedes Mal schief und er wollte das eben. Also dreimal insgesamt hast du es versucht? Das letzte Mal war es mit 16, da war ich 16. Und meine Mutter hat dann bei meinen leiblichen Großeltern angerufen, hat Adresse, alles hinterlassen und hat gesagt, sie wissen nicht, was sie verpassen. Also ich bin eigentlich so gut geraten, würde ich mal sagen. Und aber er hat geschwiegen. Nein, er hat nicht geschrieben. Nee, er hat geschwiegen. Geschwiegen, ja. Genau, geschwiegen. Was hat denn deine Mutter dir, ich meine, sie muss ja deinen Erzeuger kennen. Was hat sie dir denn erzählt von deinem Vater? Dass es halt so gewesen ist, dass sie mit 23 hat sie mich bekommen. Sie hat sich damals in ihn verliebt und sie waren auch ein halbes Jahr zusammen. Ach so, immerhin. Und er ist halt immer wieder ins Ausland gefahren und das waren zwielichtige Gründe und hinterher hat sich rausgestellt, dass er noch eine andere Frau im Ausland hatte und daraufhin hat meine Mutter ihn halt rausgeschmissen, als sie noch mit mir schwanger war. Ach so, aber er hatte damals schon mitbekommen, dass deine Mama schwanger war? Das wusste er. Das wusste er. Ja, er wusste, dass er Vater wird. Mhm. Aber er wusste zwar, dass es ein Kind wird, aber er hat sich niemals mehr erkundigt, ob es ein Mädchen oder ein Junge geworden ist, ob ich vielleicht irgendwie total den Mist gebaut habe in meinem Leben oder eben so wie jetzt ganz gut vorankomme. Ja. So, jetzt hat er ein Signal gegeben, dass er dich kennenlernen möchte. Ja, wie hat er das gemacht? Ja, ich bin halt im Moment in den Abiturvorbereitungen und meine Mutter hat halt seit längerem sie hat halt vor 4 Wochen wohl einen Anruf vom Jugendamt bekommen und mir das so lange halt verschwiegen, weil ich eben noch sehr im Stress war und dann kam sie letzte Woche Mittwoch halt zu mir an morgens, weil ich auch jetzt keine Schule mehr habe. Ja. Dann sagte sie halt zu mir, wie ist das eigentlich? Willst du deinen Vater noch kennenlernen? Und ich dachte dann daraufhin halt ja, weil es ist auch so, dass er Multiple Sklerose hat. Ach so, er ist krank. Und wir erfahren, als meine Mutter da bei meinen leiblichen Großeltern angerufen hat, also die sagten dann wohl, ja, ihr Kind, das mag vielleicht ganz nett sein, aber wissen Sie eigentlich, dass der im Rollstuhl sitzt und dass es dem verdammt scheiße geht, so ungefähr. Mhm. Und deshalb wissen wir halt, dass der MS hat. Und, so, jetzt ist das eine aufregende Sache für dich. Ja, es ist ganz aufregend. Weißt du, ob er weit von dir entfernt lebt? Ja, er lebt in England. Ach, in England? Ja. Ach so, wie soll das jetzt gehen? Kann er reisen oder musst du dorthin reisen? Also, wenn er mich kennenlernen will, dann kann er gerne nach Deutschland kommen. Aber ja, kann er denn mit seiner Krankheit reisen? Das weiß ich nicht. Ich habe, das Jugendamt hat sich zwar bei uns gemeldet und hat uns auch gefragt, ob wir das überhaupt wollen. Mhm. Denn er hat angeblich keine Papiere von uns. Wir haben, wie gesagt, alle Adoptionspapiere, die ich habe, muss er auch haben. Mhm. Ich habe eine gewisse Adresse von ihm in England und er muss auch unsere Adresse in Deutschland haben und wir sind auch nicht verzogen. Ja, okay. Du willst das? Irgendwo will ich schon, aber ich frage mich halt, was der Hintergrund jetzt nach fast 20 Jahren ist, dass er auf einmal sagt, hey, ich will die kennenlernen. Ja. Wie lange dauert es noch, bis du durch deinen Abiturstress bist? Ich habe noch eine Prüfung und wir haben dem Jugendamt jetzt so weit grünes Licht gegeben, dass er erstmal sich schriftlich melden soll. Das heißt, per Post. Und wenn wir dann einen Brief haben, dann können wir uns den auch noch mal durchlesen. Finde ich auch eine gute Vorgehensweise. Also erstmal musst du natürlich jetzt in Ruhe dein Abi machen. Das ist ganz wichtig. Und dann finde ich das auch eine sehr gute Idee mit dem Schreiben. Dann soll er erstmal schreiben. Man soll mal ein bisschen begründen und erzählen, was mit ihm los war oder auch los ist. Es kann ja sein, wenn er ein kranker Mann ist, dass er, ich habe gerade gesagt, unser Thema morgen heißt, das hat mir die Augen geöffnet. Vielleicht hat seine Krankheit ihm die Augen geöffnet, was für Mist er früher gebaut hat. Kann ja sein. Und er möchte dich kennenlernen und es vielleicht auch wieder gut machen. Ja. Und das wäre eine tolle Chance für dich, deinen Vater kennenzulernen. Ja, klar, also das sehe ich ebenso. Meine Mutter hat es auch vorhin gesagt, als sie das Thema von morgen gehört hatte, dass es im Grunde genommen vielleicht sogar so sein mag. Mhm. Aber auf der anderen Seite, weißt du, sage ich dir mal ganz ehrlich, wenn der Mann reich wäre und es ihm total gut ginge, dann wäre der wahrscheinlich bis zu seinem 70. Lebensjahr niemals auf die Idee gekommen, dass seine Tochter irgendwo auf diesem Planeten noch rumschwirrt, die er vielleicht mal kennenlernen könnte. Man weiß es nicht, Julia. Wir stochen ja im Nebel. Ja. Du weißt nichts über ihn, ich weiß nichts über ihn.
Und die Mutter weiß auch nichts, höre ich gerade im Hintergrund. Deswegen finde ich das so clever von euch mit dem Brief. Daraus könnt ihr ja schon einiges deuten, was mit ihm los ist. Ja. Und dieses jetzt so ganz abzuschlagen, da würdest du wahrscheinlich irgendwann auch denken, Mann, hätte ich das mal gemacht. Und man ist ja doch neugierig. Man will seine Wurzeln wissen. Das war ja sowieso die Idee, die ich irgendwo im Hinterkopf hatte. Denn wenn ich jetzt in 20, 30 Jahren irgendwann vielleicht doch mal gesagt hätte, Mensch, hättest du den kennengelernt und bis dahin wäre er vielleicht verstorben, dann hätte ich mich irgendwann in den Hintern gebissen. Mhm. Und das war auch so ein bisschen die Idee. Also ich hatte, das war ganz zufällig, auch denselben Gedanken. Also wie gesagt, ich habe die ganzen Papiere auch hier. Und so von meiner zweiten Abiturprüfung, die halt Anfang April lag, habe ich das alles nochmal rausgesucht und mir das angeguckt. Und, also ich kann natürlich verstehen, dass deine Mutter und natürlich du auch, dass ihr beide keine gute Meinung von diesem Mann habt. Er hat damals deine Mutter sitzen lassen und er hat sich nicht geregt, nachdem seine Tochter mit ihm Kontakt haben wollte. Das sind schon schlimme Verfehlungen. Aber vielleicht sollte man... Also darum geht es ja auch nicht. Es ist ja nicht so, dass wir da eine schlechte Meinung haben. Ich kann dir ja mal meine Mama geben. Die kann dir da ja mehr zu sagen. Ich meine, sie kennt ihn ja auch persönlich. Ich habe ihn ja irgendwann nie persönlich getroffen. Ja, nee, ich wollte eigentlich sagen, dass egal jetzt auch, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist, dass man der ganzen Sache nochmal eine Chance geben sollte und auch ihm eine Chance geben sollte. Und dann wird das Schritt für Schritt weitergehen. Vielleicht kommt ein Brief, der interessant ist, vielleicht kannst du mal telefonieren und dann muss man mal sehen, ob es vielleicht irgendwann auch zu einer Begegnung kommt. Ne? Hallo? Ja, so wie sie sagt gerade, also meine Mama sitzt halt neben mir und sie sagte eben, genau so wird das eben ablaufen. Ja. So werden wir das machen. Ja. Vor allen Dingen, Domian, ich mische mich mal ein. Hi. Ja, hallo. Du bist die Mama. Am Anfang war so ein bisschen die Rede davon, ich weiß ja nur seit 6 Wochen, dass er seit anderthalb Jahren jetzt versucht, Julia kennenzulernen und dass er über meine Mutter ihre Telefonnummer gegangen ist und dass das Jugendamt auch vorgeschlagen hat, der könnte auch anrufen und dass wir aber auch dann, also ich wirklich hin und her überlegt habe, Julia und ich hier letzte Woche, Donnerstag meine ich war es gewesen oder Freitag, haben wir bis 2:30 hier gesessen und überlegt, nee, Donnerstag genau und Freitagmorgen habe ich das Jugendamt angerufen und habe dann auch gesagt, dass wir das übers Jugendamt brieflich laufen lassen, dass die den Brief zu uns schicken. Denn diesen Brief, weißt du, den kannst du dir 30 Mal durchlesen und immer noch überlegen, aber so ein Anruf von einem praktisch fremden Menschen, ob ich den bekomme, ob du den bekommst, oder egal, wer am Telefon... Ja, der kann einen überrumpeln, so ein Anruf. Es hat uns ja ohnehin überrumpelt, ja, ganz klar so sagen. Ne? Ja. Also, ich finde die Vorgehensweise völlig gut und hoffe sehr für euch beide und natürlich vor allen Dingen für Julia, dass sich die ganze Sache ja ins Positive wendet. Denn es wäre ja schon schön, wenn sie einen vernünftigen Kontakt zu ihrem Vater bekäme. Ich glaube auch nicht, dass das negativ verläuft, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war eigentlich ein taffer Typ, es hat nur nicht gepasst, er hatte eben eine andere geliebt, nicht mich, echt gehabt. Und ich habe auch nicht schlecht darüber geredet, kann ich auch nicht. Ne? So, und ich denke mal, wenn die beiden sich kennenlernen und mögen, kann man ja langfristig wirklich was natürlich, auch. Ja. Also wir drücken alle die Daumen. Das ist schön. Schöne Grüße an Julia nochmal. Ja. Ihr beiden, macht's gut, tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr die jetzt wählen. Die Nummer hat gewählt Thomas und Thomas ist 42 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo Mian. Hallo Thomas, du klingst so, als würdest du aus dem Auto anrufen. Richtig, aus dem LKW. Aus dem LKW, ich hoffe, dass es eine Freisprechanlage ist. Okay, deswegen hört es auch so ein bisschen komisch an. Ja, es hört sich komisch an. Um was geht's denn? Es war jetzt vor 3 Wochen meine Partnerin gestorben. Und ich weiß also nicht, wie ich damit klarkommen soll. Die ist vor 3 Wochen gestorben? Genau. Wie alt ist sie geworden? 40. Und war das ein plötzlicher Tod oder war sie erkrankt? Sie hatte Krebs. Sie hatte Krebs. Wie lange war sie schon krebskrank? Aber das festgestellt wurde erst im Oktober 2005. Dann gab es eben mal die übliche Geschichte mit Chemotherapie. Das hieß dann im August letzten Jahres wieder geheilt. Thomas, ich muss dich mal eben kurz unterbrechen. Ich muss mal meine Regie fragen, ob wir das akustisch hinkriegen. Ich finde, der Thomas ist sehr schwer zu verstehen. Wie seht ihr das denn in der Regie? Hallo? Ja? Nee, ich wollte meine Regie mal bitten, dass sie mir was sagen. Okay, Thomas, ich höre gerade, das ist akustisch wirklich sehr schwierig. Man kann dich sehr schlecht verstehen. Vielleicht wäre es gut, wenn du irgendwo anfahren könntest und wir dann sprechen. Das heißt, wir legen... Besser? Domian? Ja? Ist es jetzt besser, oder?
Ja, es ist immer noch sehr verzerrt. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir unterbrechen mal hier und meine Regie, leg du mal bitte auf und meine Regie ruft dich nochmal an. Ja. Und dann vereinbaren wir gleich während der Sendung noch irgendwie einen anderen Termin, anderen Zeitpunkt. Also für heute aber noch, ja? Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich, Thomas. Gerade klang es ja doch wieder ein bisschen gut. Ne? Naja, ihr werdet das schon im Hintergrund zurechtkriegen. Dann geht es weiter mit der Mandy. Und Mandy ist 27 Jahre alt. Hallo, Mandy. Ja, hallo. Mandy, um was geht's bei dir? Und zwar ist es so, ich bin im 5. Monat schwanger und mein Freund, der ist vor 2 Wochen, also hat er Schluss gemacht. Mhm. Und also ich habe erst so im, also bei ihm war ich, also leide ziemlich unter Stimmungsschwankungen und sowas. Ja, wie lange warst du denn mit deinem Freund zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr, mhm. Ein Jahr. War das ein Wunschkind? Ja, das war ein Wunschkind. Ja. Und dann hat er Schluss gemacht? Ja. Warum? Weil ich habe bei ihm im Handy rumgeschnüffelt und, und da habe ich dann rausgekriegt, dass er mit anderen Mädchen im Chat rumspielt und also denen sagt, er wäre solo. Und ich habe die Mädchen dann angerufen und habe gefragt, ob die wüssten, dass er eine Frau hat zu Hause, ja, die schwanger ist. Ja. Und die hatten gemeint, nee. Und da habe ich ihn drauf angesprochen. Ja. Und er hat erstmal rumgedrückt und er meinte, ja, ich wäre ihm zu eifersüchtig und deswegen würde das ihn irgendwie von mir, also ihn wegekeln. Mhm. Und das war dann auch gesagt, eine schwangere Frau, die hat halt nun mal ihre Stimmungsschwankungen auch. Mhm. Ne? Also war denn vorher auch schon so? Gab es so Anzeichen, dass er irgendwie... Nein, überhaupt nicht. Also erst, er hat eine Schule angefangen, er ist ein bisschen jünger wie ich, und macht seinen Abschluss nach. Also das hat er extra wegen dem Kind und so, dass er was dem Kind bieten könnte. Und seitdem wir da Bekannte kennengelernt haben, und die sind in seinem Alter, der ist ein bisschen jünger wie ich, der ist 22, ja, ist er halt anders geworden. Also so, jetzt immer anders, die ihm sagen, was möchtest du, weil ich habe noch 2 andere Kinder. Ja, so. Ach, du hast noch 2 andere Kinder? Ja. Wie alt sind die? 10 und 4 Jahre alt. 10 und 4 Jahre alt. Und dann habt ihr euch entschieden, wieder ein Kind zu kriegen? Warum? Wo ihr mal gerade ein Jahr zusammen wart? Ja, ich weiß es nicht. Also es war so, also intensiv auch die Beziehung. Also wir haben schon gedacht, also wir waren so, als ob wir uns schon jahrelang kennen würden und so. Ja schon, also, aber ich meine, du hast ja mit 2 Kindern schon mal genug zu tun. Und dann, nur weil es gerade sich intensiv anfühlt, sich nochmal für ein Kind zu entscheiden, finde ich schon ein bisschen krass. Ja. Aber nun ist es ja passiert und nun muss man das Beste draus machen. Das schlimm finde ich, ist er weg, komplett weg. Ja, er hat sich heute gemeldet und hat gesagt, er möchte gerne reden. Ja. Und ich habe gesagt, okay, ich bin dazu bereit, weil es steht ja auch was zwischen uns, also. Ja. Und ich möchte ihn auch gerne mit in die Schwangerschaft und da einbeziehen. Ja, ja. Habt ihr denn zusammen gewohnt vorher auch schon? Wir haben zusammen gewohnt, ja. Und wo wohnt er jetzt? Er muss ins Hotel oder so, also er ist im Hotel und er versucht sich eine eigene Wohnung zu suchen. Mhm. Und also jetzt, er sagt, ich sollte warten, er braucht Zeit und naja, und ich habe ihn gefragt, ob er schon andere Mädchen hat und so und er sagt, nein, noch nicht. Mhm. Und er hat aber auch direkt gefragt, und hast du denn schon einen neuen und so, also er hat schon also auch sich besorgt angehört und sowas. Ne, und das klingt ja noch ganz gut. Das kann ja wirklich sein, dass da einfach eine Irritation zwischen euch beiden war und sich das dann so hochgeschaukelt hat. Und dann, ja, ich war schon ziemlich extrem in letzter Zeit. Also ich habe ihn für jedes bisschen angemeckert und war ziemlich, also wir haben 8 Monate tagtäglich zusammengegangen, seitdem er zu dieser Schule. Da habe ich schon mal im Hintergrund gefragt, und sind da auch Mädchen und so und... Also ich bin ziemlich extrem in letzter Zeit. Das heißt, du hast ihn vielleicht auch ein bisschen so in die Ecke getrieben, dass ihm das alles zu viel wurde und dass er keinen Bock mehr hatte. Und dann hat er sich Luft gemacht, indem er mit anderen Mädels gechattet hat. Ja. Vielleicht ist das ja alles noch zu retten bei euch. Vielleicht ist es ja wirklich noch zu retten. Ich habe ihm gesagt, ich gebe ihm die Zeit. Und Also ich finde schon auch ganz gut, dass er erstmal ausgezogen ist. Vielleicht, damit sich das ein bisschen beruhigt zwischen euch beiden. Dann ruft er. Er hat ja auch noch gesagt und sagt den anderen beiden Kindern, die sollen sich ruhig melden. Und ich werde mich auch melden und nach den Kindern fragen. Seid ihr denn, als er ausgezogen ist, so richtig im Zoff auseinandergegangen? Das erste Mal, ja. Das erste Mal, Und dann hat er sich 2 Wochen jetzt nicht gemeldet.
Und dann bräuchte er eine Unterschrift, dass er hier ausgezogen ist, dass er was anderes bekommt. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns erstmal im Rügen reden und irgendwie eine Basis finden. Es geht ja auch schließlich um ein Kind. Und er hat auch gesagt, er möchte gerne bei der Geburt dabei sein. Ja, das hört sich alles ganz gut an, Mandy. Und er hat jetzt heute angerufen oder jetzt kürzlich? Er hat selber angerufen. Also er hat sich 2 Wochen lang nicht gemeldet. Und dann hat er gesagt, lass uns reden. Ja. Das ist auch immerhin sehr, sehr gut. Ja, und er hat auch direkt gefragt, wie es mir geht und ob alles in Ordnung wäre. Und was hältst du denn davon, wenn, ich meine, er ist ja offensichtlich zugänglich, wenn ihr gemeinsam zu einer Paarberatung gehen würdet? Ja, er hat mir irgendwie so einen Zettel mitgebracht von Pro Familia. Ja, super, super, super. Ja, das klingt doch alles schon mal sehr gut. Das heißt, von ihm geht sogar die Initiative aus. Das hört man. Also ich habe zu ihm gesagt, also ich möchte auf jeden Fall eine Basis finden. Ja. Damit, also mit wegen dem Kind. Also vielleicht kann man das alles noch retten. Vielleicht habt ihr euch da einfach nur gegenseitig total angenervt und das hat sich hochgeschaukelt. Sagen, also 6 Jahre, also so viele Jahre Unterschied und mit 22, das wäre ein Kind und naja. Was will ich mit ihm? Aber ich habe gesagt, man kann ja Liebe nicht einfach so ausknippen. Nee, also das finde ich mir auch nicht so dramatisch, wenn der eine 27 ist und der andere 22. Viele sagen, dass eigentlich, das wäre noch ein Kind und was will ich mit einem Kind? Das finde ich Quatsch. Also wenn ihr beide eine Ebene miteinander findet, ist das völliger Unsinn. Und wir haben uns ja auch sehr viel aus anderen Sachen rausgeholfen und also zueinander gehalten, ja. Und zueinander gestanden. Ja. Also da ist ja auch zwischen uns. Also er hat zwar noch wütend getan, aber im Hintergrund hat er dann immer gesagt so, und schläft ja schon was mit einem anderen und das heißt, das wäre für ihn auch sehr schlimm. Wenn ich manche verkuppeln möchten und der hat direkt gesagt, wenn ich die sehe, dann werde ich mit denen ernstes Wörtchen ja, und ja. Sowas. Also pass auf, Mandy, wir machen mal Folgendes. Wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen, das heißt meine Psychologin. Und wir geben dir auch noch vielleicht ein paar weitere Adressen an die Hand, wo ihr euch hinwenden könntet, falls das da mit der Adresse, die ihr schon habt, nicht klappt. Okay. Und dann macht das mal, ihr beiden. Und ich finde, so von dem, was du sagst, hört sich das ganz gut an. Und ich würde es euch wirklich von Herzen wünschen, dass ihr wieder auf die Bahn kommt. Und der Altersunterschied, das finde ich völlig egal. Wenn ihr beiden euch lieb habt und auch gemeinsam Verantwortung tragt für euer Kind, wird das schon, das kann schon gut klappen. Das glaube ich ja. Also wir rufen dich gleich wieder an. Du legst bitte auf, Mandy. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Unser Thema morgen heißt, das hat mir die Augen geöffnet. Ich möchte gerne mit euch über Ereignisse, Vorkommnisse, Eindrücke reden, die euch die Augen geöffnet haben. Vielleicht auf einen anderen Menschen, dass ihr durch irgendetwas, was jemand gemacht hat, plötzlich den Typ in einem ganz anderen Licht seht. Dass ihr sagt, Mensch, ich habe den früher irgendwie viel zu hoch geschätzt und jetzt sehe ich erst, was wirklich hinter dem steckt. Oder vielleicht seid ihr aufgrund einer Erkrankung oder eines Unglücks irgendwie so erschüttert worden, dass ihr sagt, ja, das hat mir die Augen geöffnet. Seitdem sehe ich viele Dinge anders, sehe ich Menschen anders, sehe ich mein Leben anders, ich sehe vielleicht auch meine Vergangenheit anders und bereue einiges. Das Thema morgen heißt also, das hat mir die Augen geöffnet. Jetzt machen wir einen zweiten Versuch mit dem Thomas von gerade und ich hoffe, dass ich ihn jetzt besser verstehen kann. Hallo Thomas. Hallo Miguel. Ja, jetzt geht's besser. Das ist viel besser. Das andere war sehr stressig, glaube ich, für alle. Hallo. Also du hast mir gerade die traurige Nachricht übermittelt, dass deine Frau verstorben ist vor 3 Wochen. Ja, meine Lebensgefährtin. Deine Lebensgefährtin, die 40 Jahre alt war. Richtig, genau. Und an Krebs erkrankt war. Mhm. Was für ein Krebs hatte sie? Das fing eben an mit Brustkrebs. Ja. Im Oktober 2005. Mhm. Dann ging das immer los mit Chemotherapie, Bestrahlung und alles. Das hieß dann im August letzten Jahres, sie wieder geheilt. Mhm. Im Oktober letzten Jahres, also kurz darauf, schwollen die Lymphknoten an. Mhm. Wir sind daraufhin ins Krankenhaus gefahren. Es wurde dann getestet. Die sollten auch entfernt werden, was aber nicht möglich war. Sie wäre nämlich sonst bei der OP verblutet. Mhm. Sie lag also zu eng an der Halsschlagader. Mhm. Wir haben da eine PET-Untersuchung machen lassen. Die Krankenkasse hat leider nicht bezahlt. Du erklärst, was PET ist? Das ist eine spezielle Untersuchung, das wird eine Infusion gemacht mit 3 Liter Zuckerlösung. Mhm. Danach kommt man eben halt für eine Stunde in die Röhre. Mhm. Und dort, wo sich diese Zuckeransammlung absetzt, ist dann immer sichtbar, wo Metastasen sind. Also du bist ein richtiger Fachmann schon auf dem Gebiet? Mittlerweile ja, leider Gottes, ja. Ja, das ist immer so, wenn jemand schwer erkrankt ist, dann kriegt man das alles mit, was medizinisch so Sache ist. Und es stellt sich dann heraus, dass Metastasen in beiden Lungenflügeln war, Metastasen im Kopf, in der Leber. Mhm. Die Lymphknoten sowieso, das Zwerchfell
Also, ich sag mal, da war keine große Hoffnung mehr. Mhm. Ja, und dann folgte eben eine zweite Chemotherapie, auch wieder Bestrahlung. Mhm. Ja, und jetzt ist sie eben vor 3 Wochen dann gestorben. Hat sie einen schweren Tod gehabt? Sie ist in meinen Arm erstickt. Erstickt. Mhm. In einer Klinik oder zu Hause? Nein, zu Hause. Zu Hause? Das hätte ich nicht gewollt, dass sie in einer Klinik ist. Mhm. Wie lange hat sie zu Hause sich dann noch quälen müssen? Wie viele Wochen? Das ging also richtig los im Februar. Mhm. Es ging immer los, dass der rechte Arm gelähmt war, durch die Lymphknoten, eben halt, weil die auf den Nervenbahnen drücken. Zum Schluss waren dann beide Beine gelähmt, konnte auch nicht mehr laufen, gar nichts mehr. Warst du alleine mit ihr, als sie gestorben ist? Meine Schwester war mit dabei und eben halt, ja, ihre Familie saß bei mir im Wohnzimmer. Mhm. Sie und ist eben halt eine Pastoralreferentin war mit dabei. Eine was? Eine Pastoralreferentin. Ach so. Mhm. Sie ist erstickt in deinen Armen. Mhm. Das sagt man so und ist doch ein so erschütternder Vorgang. Ja. Mhm. Ich weiß einfach auch nicht, wie ich dieses Bild vergessen soll und dieses Geräusch, ja. Mhm. Das heißt, sie hat sehr schwer geatmet und geröchelt, oder? Ich sag jetzt mal, wenn man das so ausdrücken kann, wie so ein verstopfter Ausfluss. Mhm. Es war so ganz grauenhaft eben halt. Ich weiß auch nicht, wie ich ohne sie leben soll. Mhm. Habt ihr Kinder zusammen? Nein. Nein. Und sie hatte eben halt Kinder, eben halt, die sind jetzt natürlich bei dem leiblichen Vater. Mhm. Wie lange habt ihr zusammen gelebt? Also gelebt zusammen haben wir 2 Jahre. Ja, und wie lange kanntet ihr euch? 5 Jahre, wir wollten also nächsten Monat wollten wir heiraten. Mhm. Und du bist LKW-Fahrer? Richtig, genau. Und bist dann da relativ bald wieder in deinen Job reingegangen danach? Ja, klar, man muss ja. Man muss ja. Und man muss irgendwo Geld verdienen und... Und du fährst nachts über die Autobahn durch die Nacht und hast immer und immer wieder die Bilder vor Augen. Genau. Hast du mit deiner Freundin, als es ihr dann so schlecht ging, reden können über ihren Tod? Ich sage, wir haben darüber geredet, aber man hat eigentlich immer gehofft, dass es nicht so ist, denn die Hoffnung gibt man einfach nicht auf. Ne? Hatte sie denn große Angst vom Sterben? Ich sage mal, sie war Gott sei Dank also sehr, sehr gläubig. Ah ja. Sie hatte eben halt darin immer auch ihren Halt gefunden. Ne? Das ist eine Stütze, ja, das stimmt, ja. War sie denn in den letzten Stunden oder in den letzten Minuten vielleicht sogar noch bei Bewusstsein? Nein. 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 Also sie war also schon, ich sage mal, ab nachmittags war sie also in tiefer Bewusstlosigkeit. Und wann ist sie dann gestorben? Morgens um 8:45. Ah ja. Das heißt, das war eine Gnade, dass sie in der Bewusstlosigkeit war? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Was habt ihr dann gemacht? Habt ihr deine Freundin noch länger dann bei euch zu Hause behalten? Oder hast du sie gleich dann an ein Bestattungsinstitut gegeben? Also sie wurde eben halt dann gegen mittags abgeholt. Mhm. Denn es ging eben halt auf irgendeine Beerdigung. Das war nämlich die Osterwoche. Mhm. Sonst wäre sie nämlich erst nach Ostern beerdigt worden. Mhm. Und ich denke mal, gerade der Tod, sag ich mal, den Zeitpunkt, den sie ausgewählt hat, ich denke mal, das war für ihr Leben, sag ich mal, ist passend. Inwiefern? Ja, gerade immer in der Osterwoche, ja. Immer in der Auferstehung. Ach so, wegen ihres Glaubens, ja. Ja. Und zumal eben halt sie gestorben ist an der Geburt ihrer Oma, die sie alles geliebt hat. Ja. Und sie liegt eben halt auch auf ihrer Gruft. War eigentlich wohl ihr Wille. Ja. Hast du einen guten Freund, mit dem du sprechen kannst? Ja, habe ich schon, aber ich sag mal, man möchte ja auch nicht immer so damit nerven, ne? Denn es belastet ja auch andere Leute damit auch, ne? Ja. Das ist immer so eine Sache. Ich finde, dass man, wenn man einen wirklich guten Freund hat, kann man den damit nerven. Dann nervt man ihn auch nicht damit. Kann man das auch ansprechen. Und da sollte man auch als Betroffener nicht so rücksichtsvoll sein. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, dass es viele Menschen gibt, die das gar nicht hören wollen. Die gar nicht konfrontiert werden möchten mit so etwas Schrecklichem und mit Trauer und Tod. Wo es eben halt nicht verstehe, aber es eben nicht, und ich weiß auch nicht, wie ich damit klarkomme. So. Ich weiß es nicht. Du hast keinen gläubigen Hintergrund. Doch, habe ich schon. Ja. Aber trotzdem verstehe ich es nicht. Ich wäre für sie gestorben, wenn ich gekonnt hätte. Ja, ich habe Gott angefleht, er möge mich nehmen, aber. Tja. Ist es
so stark bei dir, dass du in der Kirche einen Ansprechpartner finden kannst? Ja, den hätte ich ja. Ja, der Pfarrer, ja. Ja, dann nimm das in Anspruch. Dann mach es. Dann mach das. Ich meine, greif zu jedem Menschen, der solide ist in deiner Umgebung, der dafür geeignet ist. Und wenn du ein Vertrauensverhältnis zu eurem Pastor habt, dann macht das. Dann ist das auf jeden Fall schon mal gut. Aber du merkst, ich bin ganz sprachlos. Wenn du das vor 3 Wochen erlebt hast, ist das so frisch, dieses Erlebnis. Da gibt es keinen wirklichen Trost von einem Außenstehenden. Der Trost kann nur darin bestehen, dass man spricht miteinander. Denn diesen Schmerz hast du tief alleine in dir drin. Den hast du und den wirst du alleine irgendwie verarbeiten müssen. Wie ist es denn mit der Familie, die dabei war? Ist der Kontakt zu der Familie eng? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Mit der war auch nicht zur Tochter. Mhm. Denn, ich sag mal, leider ist es immer so, dass für diese Familie immer nur die Kinder zählten. Mhm. Von meiner Partnerin, aber nicht meine Partnerin als Person. Hast du zum ersten Mal in deinem Leben sowas Schlimmes erlebt? Ja. Ja. Mhm. Ja, ich möchte es eigentlich auch nie wieder erleben. Mhm. Mhm. Also das wünsche ich wirklich keinem anderen Menschen. Abgesehen von diesem einen Freund, den du gerade angedeutet hast, wen gäbe es noch? Es gibt zum Beispiel meine Familie. Ja. Beispielsweise meine Schwester eben halt, die ganze Nacht auch eben halt bei meiner Partnerin war. Mhm. Aber sonst so weiter keinen? Nein. Mhm. Also jetzt vor dem großen Bekanntenkreis habe ich eigentlich auch wegen meines Berufes gar nicht, ne? Ja klar, du bist ja sehr viel unterwegs. Bist du? Richtig, genau. Wie bist du unterwegs? Wochenweise oder? Nein, ich bin also eigentlich abends mal zu Hause. Mhm. Bloß eben halt die letzten, ja, ich habe, wie gesagt, bis zum letzten Tag meine Partnerin wirklich gepflegt. Mhm. Ja, ich hab mich um das Haus gekümmert, ich habe gekocht, ich habe geputzt, bin nebenbei noch arbeiten gegangen. Mhm. Das war also dann, kann man sagen, das war ein 20-Stunden-Job. Mhm. Oder Tag, besser gesagt. Thomas, ich glaube, dass jeder Mensch einen anderen Weg geht, wenn er trauert. Jeder Mensch. Ich glaube, jeder hat seine eigene Art und Weise, wie er damit fertig wird und zu welchen Hilfen er greift. Grundsätzlich glaube ich, das, was ich gerade gesagt habe, dass das Sprechen wichtig ist und gut tut. Ja. Wenn du einen Ansprechpartner in der Kirche hast, dann nimm ihn in Anspruch. Ja. Ich würde dir gerne gleich noch von meiner Psychologin vielleicht noch ein paar Anregungen geben. Es gibt Trauerseminare, es gibt Selbsthilfegruppen von Trauernden. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber vielleicht, du kannst es dir mal erklären lassen von meiner Psychologin, wie das so geht. Vielleicht solltest du es ausprobieren. Es tut auch gut, mit anderen Menschen zusammen zu sein, die so etwas Ähnliches erlebt haben wie du. Denen musst du nichts vormachen. Die haben denselben Schmerz, wie du ihn empfunden hast. Insofern ist es vielleicht auch ein ganz guter Weg, wenn man sich mit anderen Trauernden mal zusammensetzt, wenn man die trifft. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, aber da muss man sich für sich muss man sich dann rauspicken, was einem gemäß ist, was zu einem passt. Ja. Und natürlich auch, was sich fügt in das Leben. Du bist halt viel unterwegs, wann hast du Zeit, wo kannst du hingehen, in welcher Stadt wohnst du und so weiter, wo solche Sachen angeboten werden. Kannst du schlafen? Nein. Mhm. Also weder schlafen noch essen. Ich habe jetzt also mittlerweile fast 50 Kilo abgenommen. Mhm. Finde ich zum Beispiel auch eine Sache, dass man in so einer akuten Phase mit einem Arzt reden sollte, dass er dir ein Schlafmittel gibt oder ein Beruhigungsmittel. Finde ich völlig legitim, unter ärztlicher Aufsicht, das mal eine Weile zu machen. Vor allen Dingen, wo du einen Beruf hast, wo du relativ ausgeschlafen sein musst. Ja, klar, natürlich. Da muss man dann auch nicht so hart gegen sich selbst sein und sagen, nee, ich will da nichts einnehmen. Da kann man ruhig mal was einnehmen, finde ich. Hast du einen guten Hausarzt? Den habe ich, ja. Ja. Dann sprich mit dem auch, dass er dir für eine Übergangszeit was aufschreibt. Ja. Hast du mit dem schon mal gesprochen? Nein. Mach es. Da muss man sich auch nicht schämen. Das wird der Arzt schon verstehen und das auch schon. Hat er auch deine Freundin betreut? Nein. Ja, aber er weiß um den Fall. Richtig, das weiß er, ja. Mhm. Lieber Thomas, mein tiefes Mitgefühl möchte ich dir aussprechen. Wirklich. Und wir rufen dich jetzt sofort nochmal an. Ja. Das heißt, meine Psychologin gibt dir noch so ein paar Adressen von diesen Trauergeschichten, die ich dir gerade erzählt habe. Überleg mal, ob das was für dich ist. Vielleicht findest du einen Anlaufpunkt. Ja.
Aber ich hätte noch einen Appell an die Leute eben halt, die jetzt zuhören und die vielleicht auch irgendwo an dieser Krankheit leiden. Ja, sie sollen bitte diese PET-Untersuchung machen lassen. Auch wenn es der Arzt davon abrät. Auch wenn die Krankenkasse nicht bezahlen will, denn sie macht es nämlich nicht. Ja, das sind 1200 Euro, aber eben halt durch diese Untersuchung kann man wirklich genau feststellen, wo sich was im Körper befindet. Denn wenn wir davon eher erfahren hätten, von dieser Untersuchungsmethode, hätte meine Partnerin nicht sterben müssen. Ja, nehmen wir das nochmal als Appell und Information von dir auf. Lieber Thomas, dann würde ich dich jetzt bitten aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, ich danke dir, Domian. Alles Gute von Herzen. Prima, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt die Nummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Yvonne und Yvonne ist 30 Jahre alt. Hallo Yvonne. Hallo Domian. Hallo Yvonne. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Habe ich in der Redaktion schon gesagt, mir geht es um das Thema Todbewältigung von einem Angehörigen. Todbewältigung? Ja. Mein Verlobter hat sich vor 4 Jahren das Leben genommen. Und ich werde halt diese Bilder einfach nicht los. Weil es war so, mir wurde gesagt hinterher, es wäre wohl eine akute Angstpsychose gewesen. Weil es so plötzlich ging und er wurde nervös und immer nervöser, immer hippeliger und hat mit einmal Kameras gesehen, fühlte sich beobachtet und sein Bruder hat dann auch schon gesagt, komm, wir gehen zum Psychologen. Und es war wirklich sehr schwer, Termine zu kriegen. Und dann hat er halt gesagt, dann gehen wir halt so hin, ohne einen Termin zu haben. Das ist ja nur was Akutes und so. Und dann wollten sie auch nächsten Tag hingehen. Aber in der Nacht ist Thomas dann aufgestanden und hat gesagt, tut mir leid, Ronny, ich kann nicht mehr. Und also er ist Richtung Küche gegangen und wie gesagt, dann stand er vor der Balkontür und sagte, tut mir leid, Ronny, ich kann nicht mehr. Er hat die Balkontür aufgemacht und ich auch gleich hinterher. Und ich habe noch versucht, ihn festzuhalten, aber ging nicht. Und dann ist er rausgesprungen? Ja. Wie viel Stockwerk? 14. 14? Ja. Ja, und dadurch, dass ich versucht habe, ihn festzuhalten, habe ich natürlich alles mit angesehen. Ja, und er hat zu dir noch gesagt, ich kann nicht mehr und geht zur Balkontür und... Ja. Und du bist auch hingelaufen, hast ihn noch an den Kleidern... Er hatte nur T-Shirt und Schlipper an, wir waren ja in der Wohnung und da war es ja warm. Und ja, am T-Shirt hatte ich ihn, aber nur mit einem kleinen Finger. Das heißt, du hast ihn fallen sehen? Ja. Hat er geschrien? Nein. Es ist nicht so wie im Fernsehen. Es schreit nicht. Er hat nicht geschrien. Bist du dann runtergelaufen? Ich habe es versucht. Ich bin gar nicht mehr so weit gekommen. Also ich muss oben wahnsinnig geschrien haben, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, als ich musste ja runter und dann musste ich ums Haus rum und das dann schon haufenweise, habe ich schon lauter Lichter gesehen und ich wurde auch schon festgehalten und ich kam gar nicht dahin. Ich kam gar nicht so weit. Das heißt, also ich muss auch beim Laufen geschrien haben, ich weiß es nicht. Das heißt, du hast ihn nicht mehr ansehen müssen? Nein. Wahrscheinlich auch zum Glück. Also zum Glück, ja. Den Totenschein gekriegt und da steht drauf, Verletzungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind. Es wurden auch keine Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht, so steht es drauf. Was stand da? Verletzungen, die? Mit dem Leben nicht vereinbar sind. Mit dem Leben nicht vereinbar sind. Ja, irgendwie so steht da drauf. Oh Gott, das ist vor 4 Jahren passiert. Ja, und ich träume es heute noch. Das glaube ich. Und da hilft auch alles Reden nicht. Also da hilft mit Familie Reden nicht viel. Und das hilft für kurze Zeit und dann geht es wieder von vorne los. Warst du in psychiatrischer Behandlung? Mir wurde ein Psychologe geschickt. Der war 2-mal da. Und naja, er hat mir, ich weiß nicht, Faustan gegeben gehabt, damit ich schlafen kann. Und dann sollte ich irgendwie mal zu ihm hinkommen und... Naja, dann war ich halt doch zu dem vereinbarten Termin da und dann sagte er, Frau Schikor, und ach, das tut mir aber leid, ich habe das völlig vergessen und ich habe da gerade jemanden, der ist gefährdet und bla 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 und so. Meine Schwester hat nur mit dem Kopf geschüttelt, ich habe mich nur umgedreht und bin gegangen. Und dann, das bedeutet, dass du seit 4 Jahren in keiner ärztlich-psychologisch-psychiatrischen Behandlung warst? Nein, der einzige Psychologe, den ich gesehen habe, das war halt dieser Mann.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich ihn gesehen habe, ging es mir noch schlechter. Ja, weil der hat sich er ja kam im schwarzen Anzug und sehr gebeugt und war nicht wirklich aufbauend. Ich könnte mir vorstellen, wenn du nach 4 Jahren noch so sehr unter diesem Trauma da leidest, dass das immer schlimmer geworden ist und sich immer mehr verfestigt hat. Ist das so? So am Tage geht's. Da sind auch noch die Kinder und es ist viel Ablenkung. Und was für Kinder? Wir haben 2 Kinder. Ach, ihr habt 2 Kinder miteinander? Ja. Wie lange wart ihr denn zusammen? 8 Jahre. Acht Jahre. Und der hat mir ein Vierteljahr davor einen Heiratsantrag gemacht. Ja. Die Kinder sind immer bei dir, du bist alleinerziehende Mutter. Ja. Ja. Sie sind jetzt 9,5 und 7 Jahre alt. Wohnst du denn noch in dieser Wohnung? Nein. Nee. Ich bin noch in der gleichen Nacht raus. Meine Cousine kam und hat mich abgeholt zu sich. Dort war ich dann auch, bis meine Schwester mir eine andere Wohnung besorgt hat. Ich bin nie wieder in diese Wohnung rein. Ich kann auch heute noch nicht dran vorbeifahren. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Wir fahren immer Umwege, also wenn meine Schwester mit mir nach Brandenburg fährt, dann fahren wir Umwege, damit wir da nicht vorbeifahren. Wenn ich drüber rede, dann kriege ich auch schon wieder das Flattern. Das glaube ich, ja. Ja. Er hatte ja nun offensichtlich eine sehr schwere seelische Erkrankung, die ihn auch relativ schnell erfasst hat, diese Erkrankung. Hast du darüber nachgedacht? Meine Schwester und ich, wir haben mal geguckt nach akuter Angstpsychose. Und da wurde es so erklärt, wie bei einem Herzinfarktpatienten ist sowas wie ein Kippschalter am Herzen, der sich umschlägt und dadurch den Herzinfarkt auslöst. Und so ist das im Gehirn bei einer akuten Angstpsychose. Ja, aber ich vermute eher, dass es seine Vergangenheit war, weil er ja auch Kameras gesehen hat. Er wollte damals, als er noch sehr jung war, Republikflucht begehen aus der DDR und wurde gefasst. Und war dann auch mehrere Monate im Gefängnis. Und ich vermute, dass er das nicht aufgearbeitet hat. Machst du dir in irgendeiner Weise Vorwürfe? Dass ich es nicht früher erkannt habe und dass ich ihn nicht festhalten konnte. Ich vermute mal, dass du es nicht früher erkannt hast, liegt schlichtweg daran, dass du auch medizinisch nicht geschult bist und das nicht erkannt hast als so schwere Erkrankung. Gott, was willst du machen, wenn ein Mann über das Balkongeländer steigt und springen will. Und ja, du hättest die körperliche Kraft auch wahrscheinlich gar nicht gehabt, ihn zurückzuholen. Ich bin zwar sehr groß, aber so groß wie er bin ich nicht. Es gab diese Situation auf dem Balkon, da gab es kein großes Gespräch mehr. Nein. Er ging raus und... Wie gesagt, er sagte nur, tut mir leid, Ronny, ich kann nicht mehr. Und da bin ich auch schon aufgesprungen. Da hat es bei mir Klick gemacht und dann bin ich hinterher und... Es war aber nicht mehr. Ging nicht mehr. Ich finde, Yvonne, dass du hast eine schlechte Erfahrung mit diesem Psychologen da gemacht. Ja. Aber lerne da mal nicht raus aus dieser schlechten Erfahrung. Ich finde, dass du in ganz dringend psychologisch-psychiatrische Behandlung musst. Bei gute Leute, die sich mit solchen schweren Schockerlebnissen auskennen. 4 Jahre ist eine so lange Zeit. Und ich glaube, du überträgst deine Traurigkeit auch auf deine Kinder. Ach, die sehen gut aus, also. Ja, schon, aber sie merken ja, dass die Mutter so leidet und es wäre doch viel, viel, viel besser für alle, wenn du dieses schlimme Ereignis in irgendeiner Form verarbeiten könntest. Wirklich vergessen wirst du es nie, natürlich, das ist ja auch klar. Aber du leidest da ja so sehr schlimm noch dran. Ist so, ne? Aber ich versuche es halt immer gut zu überspielen. Also am Tag ist immer gut. Ja, aber... Und abends dann. Wenn sie dann schlafen, dann gönne ich mir auch mal Tränen. Ja, guck mal, was vorher das für ein Satz ist. Da gönne ich mir mal Tränen. Vorher nicht. Erst wenn sie schlafen. Wie alt sind die Kinder jetzt? Was sagst du? 9,5 und 7. 9,5 und 7. Also das heißt, die haben die Mutter verdammt nötig. Die haben auch eine gesunde Mutter sehr nötig. Stell dir mal vor... Durch dieses Verdrängen und dieses Nicht-Verarbeiten des Unglücks würdest du, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber man kann es ja mal überlegen, würdest du noch seelisch erkranken? Ja. Das heißt, dann hätten die Kinder die Mutter auch nicht mehr voll und ganz zur Verfügung. Ich habe auch kurzzeitig selbst mit dem Gedanken gespielt, mal. Weil ich hinterher wollte, aber
Ich habe nur an die beiden gedacht, habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Ich habe dann für mich selber, habe ich dann mich hingesetzt und habe immer das, was mir durch den Kopf gegangen ist, egal wie konfus das war, wie verwirrt das war, das habe ich aufgeschrieben. Ist auch schon gut, ist sicher eine gute Eigentherapie und, ja, und das hat geholfen. Hilft einem schon sehr, ja, definitiv, ja. Dennoch würde ich, möchte ich appellieren an dich. Wir werden dir gleich noch eine Beratung geben, was für deinen Fall das Beste wäre, das zu tun. Du hast ja nichts zu verlieren. Du kannst ja immer wieder gehen, wenn dir das nicht gefällt. Aber versuch es. Vielleicht schaffst du es auf es in irgendeiner Weise wirklich in deiner Vergangenheit zu akzeptieren und dass es dich nicht immer wieder einholt und immer wieder einholt. Und dass du nicht sagen musst, ich gönne mir dann abends mal die Tränen, wenn die Kinder schlafen. Ja. Liebe Yvonne, wir rufen dich jetzt gleich wieder an. Okay. Du legst auf und Simone, das ist meine Psychologin, heute Nacht, die ruft dich an. Okay. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute dir und deinen Jungs. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Marie ist hier. Marie ist 23, ja. Hallo Marie. Hallo. Hallo Marie. Um was geht's bei dir? Also ich bin 23, wie gesagt, und ich bin im August 2 Jahre verheiratet mit meinem Mann und er möchte keine Kinder. Er möchte keine Kinder? Nein, er möchte keine Kinder. Aber du möchtest Kinder? Ja, genau. Ich möchte Kinder haben und ich meine, wir sind ja jetzt schon fast 2 Jahre verheiratet und jede Frau wünscht sich ein Kind. Mhm. Warum will er keine Kinder haben? Ich weiß es nicht. Also er sagt immer nur, dass er sich das nicht vorstellen könnte, auch selber Vater zu sein. Wie alt ist er? 23. Auch? Ja, also dass er Angst hat davor, dass er kein guter Vater ist und weil er auch erst seinen Vater mit 13 kennengelernt hat und ja. Nun seid ihr beide ja noch relativ jung, muss man ja sagen. Ja, das stimmt. Es geht ja noch. Wenn du jetzt 31 wärst, würde ich schon sagen, naja, ist schon. Nun sollte man mal eher darüber konkret nachdenken. Hältst du es für möglich, wenn du sagen würdest, okay, komm, ich setze dir nicht unter Druck, wir lieben uns sehr, wir haben eine tolle Ehe und wir lassen mal noch ein paar Jahre ins Land streichen, dass er vielleicht in ein paar Jahren anders denkt? Also, ich habe auch eben gerade schon zu dem, wo ich vorher angerufen hatte, auch schon gesagt, ich könnte auch gut und gerne damit leben, wenn es jetzt nächstes Jahr wäre. Also das ist jetzt nicht so das Problem, aber wenn er ständig abploppt und dann auch dann zu mir sagt, wenn du jetzt schwanger werden würdest, dann würdest du mein Leben kaputt machen, ich würde dich verlassen. Und das sagt er so? Ja, das sagt er so. Und wie sehr ist denn dieses Thema bei euch? Ständig? Also jeden Tag, ja, jeden Tag. Ja, das ist schon der Fehler. Ja. Vielleicht solltest du auch erstmal, Marie, da auch mal einen Gang zurückschalten. Und ich meine, du weißt ja, was los ist. Im Moment denkt er so, wie er denkt und du weißt, wie du denkst. Ja. Sprich doch mal einfach dieses Thema nicht mehr an, die nächste Zeit. Lass dich das doch mal alles beruhigen. Und mal gucken, wie es in einem Jahr ist. Vielleicht verändert er sich ja. Na klar, es gibt schon Männer, die nie ein Kind haben wollen. Naja, das stimmt. Dann irgendwann gibt es auch keinen Kompromiss. Ein bisschen Kind geht nicht. Entweder man hat ein Kind oder man hat kein Kind. Aber so weit ist es ja bei euch noch nicht. Ihr seid ja eben noch so jung und naja, ihr seid 2 Jahre verheiratet, okay. Aber ist es denn für dich so ein Anliegen, dass das möglichst bald passieren sollte? Ja, nee, aber es ist halt, er war ja auch nicht zu jung, um mich zu heiraten. Ja gut, ja. Aber so kannst du dich argumentieren. Für ihn kannst du so nicht argumentieren. Das ist ja eine ganz, ganz irrationale oder emotionale Sache bei ihm. Oder überhaupt, wenn man sagt, pro Kind oder kontra Kind. Ja, das stimmt. Könntest du denn für dich, ich frage es nochmal, sagen, ich kann 2 Jahre durchaus auch noch so als glückliche Ehefrau leben? Ja, schon. Aber dann sollte er auch nicht so negativ dann sein. Also sollte auch nicht so negativ darüber denken. Und auch nicht sagen, wenn du jetzt schwanger werden solltest, dann machst du mir mein Leben kaputt. Ja, das finde ich allerdings auch. Ihr könntet ja vielleicht so eine Art Waffenstillstand vereinbaren, dass du ihm sagst, wir verschieben das Thema einfach, aber unterlasst du auch so diese eher gehässigen Bemerkungen. Ja. Seid ihr denn eigentlich sonst so glücklich in eurer Beziehung? Ja, bis auf die kleinen Reibungen. Die so normal sind.
Eifersüchteleien und sowas geht es eigentlich. Marie, ich möchte dich jetzt nicht so einfach abwürgen, die Sendung ist vorbei. Wir rufen dich gleich nochmal an, leg doch mal bitte auf. Okay, alles klar. Bis gleich, tschüss. Dann.